Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es ist Samstag. Heute ist der erste Tag, an dem ich zur Glow soll. Und ich bin sehr müde. Ich bin gerade in Neukölln, seht ihr das? Guten Morgen, Neukölln. Muss mich noch fertig machen, duschen. Wisst ihr, was Gott mir geschenkt hat heute für die Glow? Guten Tag. Wir haben ein neues Familienmitglied. Gesell dich doch zu deinem Bruder, deiner Mama, deinem Papa, deinen Tanten und Onkeln. Schön, dass du jetzt auch da bist. Ja, gleich essen wir erstmal was Schönes und dann wird sich fertig gemacht. Dann wird irgendwas herausgezaubert. Schauen wir mal, ob da irgendwas machbar ist. Ja, auf jeden. Jo, Diggis. Gott, war Hammer nett zu mir. Er hat mir geholfen, dass ich mich geschminkt habe ohne, guck mal hier schnell im Licht, ohne, wie heißt das? Mann, ich hatte keine großen Fehler, außer beim Winged Eyeliner einmal. Oh Gott, jetzt bin ich spät dran. Wie immer in meinem Leben. Wie immer, Digga. Wie immer. Und lauf zur Bahn. Und dann hier, ne? Ich Kaugummis mit. Ja, auf jeden. Ne? Und Glow, bla bla bla. Was man halt so macht, ich weiß ja selber noch nicht so genau, was mich erwartet. Werden wir dann ja sehen. Auf geht's zu Glow. Hallo, ich bin Östem, ich bin Beauty-YouTuberin und perfekt vorbereitet auf heute. Was geht, Digis? So, ich bin gleich da. Ich habe mir schon Instagram-Stories angeguckt. Oh Gott, von anderen, die da sind. Ich bin echt nervös, mir ist ganz schlecht. Mir ist ganz flau im Magen. Wenn ich nervös bin, wird mir schlecht. Und umso nervöser ich bin, umso böser gucke ich. Was natürlich keinen geilen Eindruck macht. Oh Gott. Ich weiß auch gar nicht, was mich so richtig erwartet. Ich habe nur ganz viele Menschenmengen gesehen. Aber mir ist ganz schlecht, wenn ich daran denke. Ich bin echt aufgeregt und nervös. Hätte jetzt gern Babypopo hier. Der wird mich dann knuddeln und dann wäre ich gar nicht mehr nervös. Der wird alle so verrückt machen, dass sie gar nicht drauf gucken, ob ich nervös bin. Ich meine, Gott sei Dank merkt man mir das nicht so an, weil ich dann halt meistens böse gucke. Ich denke jetzt einfach, okay, du würdest gern kotzen, weil du so aufgeregt bist. Aber lassen wir das einfach mal. Ich versuche einfach zu atmen und Musik zu hören. Summer Jam Endstufe, das entspannt mich. Eine Station noch, dann sind wir da. Dann sind da ganz viele Menschen. Ist ganz flau im Magen. So, Digis, ich bin jetzt da. Hier seht ihr den Eingangsbereich. Vielleicht ist das interessant für euch. Ist noch relativ leer. Da ist so halt für Crew, Pink-Ticket, Blablabla-Ticket, normales Ticket. Ich warte gerade noch auf mein Bändchen und chill hier rum. Ja, warten wir mal ab. Mal gucken. Gleich geht's dann los. Muss schon wieder pischen. Ich war vor 10 Minuten das übliche Business. So, Diggis, ich bin jetzt da. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es ist sehr laut. Es ist gar nicht so spektakulär, wie man denkt. Es ist halt voll, es ist viel los. Aber es ist ja auch ganz interessant. Hier ist mein Stand, an dem ich bin. Lashes for Princess verlinke ich euch in der Infobox. Durch die kam das dann, dass ich hier bin. Und ansonsten sehr voll, sehr laut. Ich zeige euch mal die Lashes von denen. Natürlich eine heftige Auswahl, ne? Ansonsten ist es halt einfach sehr voll und sehr laut. Und überall sind Menschen. Ja, Diggis. Ich habe schon einige Follower getroffen. Das war sehr, sehr schön. Das ist eigentlich das Schönste an der Veranstaltung, ne? Fotos mit denen zu machen, die persönlich kennenzulernen und sowas alles. Da gucken wieder welche und lachen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie mich kennen. Ich glaube schon, warte, ich filme gleich weiter, Moment. Wie ich gedacht habe, das war ein Follower, wir haben ein Foto gemacht. Ja, und ansonsten laufe ich gleich hier rum. Ich werde euch einfach mal so ein paar Eindrücke filmen und mit Musik untermalen, weil es ist halt echt laut. Ich weiß gar nicht, wie ihr mich im Nachhinein hört. Ja, das Ganze ist in Kooperation mit Lashes for Princess entstanden. So, die markiere ich euch in der Infobox, die haben sehr schöne Lashes. Durch die bin ich hier und check das alles mal so ein bisschen ab. Und ja, ist ja auch mal ganz interessant. So, was ich auf jeden Fall hier kaufen werde, also teilweise sind die Rabatte hier echt schlecht, muss ich sagen. So 10% Rabatt, wo ich denke, so, Digga, wenn Rossmann eine Aktion hat, kriegst du 20%. Aber was ich mir hier auf jeden Fall kaufen möchte, ist natürlich von Hattie hier ihre Love-Sachen. Ich hoffe, man kriegt die Palette irgendwo, aber ich glaube, sie ist absolut ausverkauft. Aber ein Liquid Lipstick für meine Reihe normal. Guck mal, die beiden hier habe ich mir jetzt auch gekauft, diese Highlighter-Paletten von Love. Boah, haben die einen krassen Glow. Also tschüss. Direkt mitnehmen. Was ist da los? We'll be right back.
wir können ja auch so einen kleinen Test machen, welcher Parfum-Typ denn am besten zu euch passt. Das sind drei sehr verschiedene Parfums. Ja. Und es gibt so einen kleinen... Ja, Digis, ich laufe jetzt hier einfach so rum und gucke mich um. Rhyme Master. Ich habe schon ganz viele Fotos mit Followern gemacht, das freut mich mega. Ja, schade, ey, das hat die Schiss Palette ausverkauft, das ist die Lidschattenpalette. Aber ich habe ein Foto mit ihr gemacht. Das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich sie super inspirierend finde und so. Ja, und ansonsten laufe ich rum und check hier halt so die Sachen ab, ne? Ja, Diggis, ich laufe hier so rum und guck mir alles an. Man kann auch irgendwie ganz spannende Sachen machen, von wegen seine eigene Seife oder seinen eigenen Badeschaum und Glücksräder drehen und was gewinnen. Und man kriegt ein bisschen Proben und so, aber ich gucke eigentlich nur so rum und check. Ja, ich bin so ein kleiner Gucker, ne? Also ich drehe da nicht rum und so. Also man sieht auch einige YouTuber hier rumlaufen, viele kenne ich gar nicht. Ich bin meistens in meiner Welt, wie ihr wisst. Aber doch, ist ja auch ganz interessant. Yo, Diggis, was geht? Ich war die letzte Stunde zusammen mit Tim unterwegs. Tim Rasch, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, von Berlin Tag und Nacht. Ist ein ganz, ganz netter Kumpel von mir. Der ist jetzt aber irgendwie auf RTL-Tour und da wollte ich nicht mit, also hänge ich hier rum. Ja, und guck mal das ganze Geschehen an. Ich habe einige Leute getroffen, die ich sehr, sehr feier und super toll. Julina Menn, absolut herzliche Frau, Hatzische Schmidt, sowieso Inspiration. Ich blende euch mal die Fotos ein jetzt. Und ansonsten sitze ich einfach hier und gucke mir das ganze Geschehen an, weil irgendwann ist man ja auch echt müde. Ja, und ich schaue hier einfach rum und checke so ein bisschen ab. Man nennt mich auch den Abchecker. Ofenkäse ist lecker, aber ich habe jetzt keinen Ofenkäse. Ich wünschte, ich wäre beim Chinesen. Meine Rhymes sind wie Hausmaus. Scheiß drauf, Digga. Cheer, ich bin raus. Ich mache mich langsam auf den Weg in Richtung Ausgang. Da werde ich dann auch nach einem Deutschkurs suchen.
Ich habe langsam echt Kopfschmerzen. Vorhin kam eine Followerin auf mich zu. Sie sagte, hey, bist du nicht die Gangster-Rapperin von Musical.ly? Ich denke so, der Ruf, weißt du? Er schlägt Wellen. Ja, ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich suche eine Toilette. Ja, und dann hole ich meine Sachen und dann mal langsam nach Hause. War echt Kopfschmerzen. Ja. Ja, auf dem Weg zum Ausgang bin ich irgendwie beim Essigstand gelandet. Und hier kriegt man wenigstens korrekte Rabatte. Du kriegst 50% Rabatt auf jeden Lack. Jetzt hole ich mir die hier. Guck mal, check mal ab. Essig ist einer der wenigen Nagellacke, die bei mir nicht splittern. 50% Sparfuchs. So, Digis, ich bin jetzt fertig. Und jetzt fahre ich zu meiner Freundin, bei der ich ja schlafe. Und hol mir irgendwo Aspirin, weil ich echt Kopfschmerzen habe den ganzen Tag unter Menschen, laut, dies, das, Ananas. Ja, das war der erste Tag auf der Glow. Morgen ist der zweite. Da werde ich euch auch noch mal ein paar Eindrücke filmen. Und in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Digga, Deutsch, ciao. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.